Guten Abend, meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Miitopia. Ja, hi, Seomorf, du hast die ganze Zeit im Chat gewartet. Ich hab's gespürt. Ja, seit dem letzten Mal habe ich ein paar Ausflugstickets wieder verwendet. Hier die Freundschaften auf 21 geboostet, bei Sunny sogar auf Level 22. Auf 22 haben wir beide auch noch mal eine Fähigkeit bekommen, die seht ihr aber gleich. Ja. Und ansonsten habe ich nichts gemacht. Beim letzten Mal waren wir in Was zum Geier. Und gefühlt habe ich mich das auch die ganze Zeit gefragt, was zum Geier mache ich hier? Ja. Ich liebe dieses Spiel nach wie vor. Irre geil. Und hoffentlich auch in Zukunft so. Und wie immer bei Miitopia mache ich ab hier jetzt den Avatar aus. Nebenbei diese Woche Freitag ist auch ein Multiplayer-Stream geplant und morgen eventuell auch. Das sind wunderschöne Statuen, vor allem die ganz rechts. Sieh dir nur all die vielen Exponate an, die müssen wir uns alle angucken. Klar doch! Was ist denn das links auf dem Bild? Ist das ein Hund? Dieses rechte Bild ist wunderschön. Bei so viel Kunst kann einem glatt schwindelig werden. Das reicht jetzt aber auch für die nächsten Jahre. Sunny ist nicht so der Kunstketter. Ja, die beiden sind jetzt beste Freunde und können den Zangangriff 2. Erhöhte Chance und Effekt eines Zangangriffs. Und zugleich. Der wird nie drankommen, weil Permanente eh jede Freundschaft kaputt macht. So, dann booste ich die anderen auch direkt mit auf 22, ne? Yannick, du bist gerade schon bei mir. Komm. Wir beide gehen zur Kochschule. Wir haben es dringend nötig. Du kannst nicht kochen und ich kann nicht kochen. Das passt doch. Und dann zauber ich so was Wunderschönes. Das sieht aber lecker aus. Willst du probieren? Natürlich. Ich probiere alles. Mir hat's geschmeckt und das freut Yannick. Das hat aber Yannick nicht besonders gefreut. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ja, worum geht's hier gerade? Shining, hast du nicht aufgepasst? Habe ich mich gerade sechs Sims geditzt? Wo steckt Shining? Oh, Yannick, wo bist du? Shining, Yannick. Wir haben uns gefunden, ja. Jetzt können wir auch den Zangangriff. Wow. Sein Freiweg ist schon was Tolles. Achtung, gleich wird's laut. Krabuben! Ah, ich liebe Feuerwerk. So sehr, dass man umkippt. Morgen Dead Island und Freitag, das will ich noch nicht spoilern, weil das ist ein Spiel, was mir geschickt wurde von einem Entwickler. Die sind natürlich direkt beide auf 23 gegangen, statt auf 22. So, Sunny, du gehörst in mein Zimmer und damit basta. Ich habe die übrigens auch so teils ein bisschen mit den Tickets gelevelt, die alle. Damit die so ein bisschen hinterherkommen. So, endlich wieder zurück nach weit gereist. Fehlen jetzt hier Gesichter? Weil daraus besteht das Spiel. Für die, die es nicht kennen. Hallo Luigi, hast du ein bisschen Pasta für mich? Ich hab Hunger. Oh, Feidi. Singender Magier Sherpa. Das fühle ich. Das fühle ich richtig. Ein Kollege ist mein Magier. Kann ich dir helfen? Der dunkle Fürst Kai? Muss man den kennen? Moment mal, da klingelt doch was. Ich glaube, mein Freund Leonel erwähnte diesen Namen mal. Er ist gerade im Wolkenheim. Soll ich dir den Weg zeigen? Ja, sicher, Feidi. Zeig mir den Weg. Hast zwar schon ein ganzes Dorf bekommen, aber warum nicht? Warum bist du nicht auch ein Magier? Ich bin von uns beiden der bessere Magier. Ist das klar? Ich bin der einzig wahre. Wenn ich dich in den Vulkan stupsen muss. Da oben ist Wolkenheim, okay. Ganz oben ist wahrscheinlich unser dunklerer Fürst.
Und ich muss jetzt schon sagen, Wolkenheim gefällt mir. Boah, die Musik, die gefällt mir auch richtig, ne? So richtig spacig. Boah, die Musik könnte ich mir auch stundenlang geben. Schau, Sunny, wir stehen auf Wolken. Wie flauschig sie sind. Flauschiger geht's gar nicht. Im Übrigen, ich will mich auch nochmal entschuldigen für den letzten Stream letzte Woche. Ja. Da ist mir einfach der PC abgestürzt. Da will ich mich nochmal entschuldigen. Also die auf YouTube betrifft das jetzt nicht, aber die auf Twitch. So, will ich nach oben oder will ich nach unten? Ich will nach unten. Wieder runter von den Wolken. Ja, Feidi, ich weiß, dass du mir im Kampf helfen wirst. Hm? Ja, wann ist meine Tasche eigentlich so voll? Hat dir jemand was mitgegeben? Eine AP-Banane oder ein Brief? Von wem? Von Dave. Lieber Sunny, eine AP-Banane macht den Sieg zwar nicht einfach, aber wahrscheinlich. Ja, hier hast du eine. Dave hat ihm schon wieder eine AP-Banane gegeben. Warum nur Sunny, Dave? Ich brauche ein paar. Diese Banane gehört mir. Mir ganz allein. Sunny, du Nicht-Teiler. Dann kommen jetzt endlich die Gegner. Ich will die coolen Gegner hier oben sehen. Was ist, Mech-Skelette. Richtig cool. Komm, zeig, was ihr könnt. Ich futter extra einen Bonbon. Ich will euch angreifen sehen. Oh, zwei helfen Yannick. Doppelhieb. Genau deswegen habe ich nicht angegriffen, damit die noch zum Zug kommen. Danach kann ich sie ruhig verprügeln. Sunny Peaks, Palwander in den Hintern. Palwander schießt. Und tot. Palwander auf dem Pferd, du bist doch ein Tank. Du brauchst nicht auf dem Pferd, du bist dein eigenes Gefährt. Diese Ebene, die ist so mega cool. Jetzt schon beim Gasthaus? Okay. Ein Notfall. Nein, ich bin jetzt krank. Okay, Dave. Das ist nicht schlimm. So, Törtchen. Yannick oder Palwander, weil ihr es noch nicht hattet. Pal, du brauchst MP. Diese Feinschmecker! Ich kann man nie zufriedenstellen. Vor allem Ding. Das Ding, was ich hier gerade habe, das mag gar keiner. Da war der kranke Dave. Wird wieder gesund. Hab's doch nicht so gemeint. So, jetzt muss ich noch einmal den oberen Weg ablaufen. Ja, ich bin berühmt. Ich bin berühmt dafür, Eigentore zu machen. Oh, Robots. Verstehe, weil das Kobolde und Roboter sind. Ja, komm, zeigt. AP-Banane muss eh besser werden. Sunny ist verträumt und tanzt mit dem Robot. Yannick schnaubt los. Ich habe Pai gelobt. Und Shep hat zugeschlagen. Ich habe nicht genau aufgepasst, was die Robots gemacht haben. Deswegen, Mom. Wir sehen zumindest, wie er tanzt. Ist doch auch was, ein Robot beim Tanzen sehen. Dafür schaltet ihr ein. Ah, jetzt wollt ihr was gekauft haben. Okay, Sven will ein Kleeblatt werden. Pade will eine giftige Probe immer noch. Und er will das Herz im Mikro. Ich will euch eigentlich nicht das 5000er Zeug kaufen, bevor die Links das nicht hatten. Oh, eine riesige Chance auf Tickets. Auf Economy-Tickets, nein, danke. Die bringen kaum was. Da, Koboldschinken. Ach, das ist der zweite. Ja, Yannick. Ach, den zweiten, den magst du, aber vom ersten musst du kotzen. So, ein paar magst du Knochenkeks. Ich sag doch, den hasst jeder. So. Wir wollen natürlich noch zum Quizmaster Hans.
Los geht's! Auch nochmal für die Neulinge, die hier zuschauen. Ich pulver die HP-Bananen hauptsächlich deswegen, weil wenn man sie benutzt, dann werden sie besser. Dann heilen die ein bisschen mehr. Und die heilt halt momentan viel zu wenig. Epona futtert irgendwas. Was mag das nur sein? Die Wunden futtern die Wolken auf. Gleich ist dann noch... Ist das eine Wolke? Wann kann man die denn essen? Ob die wohl richtig süß und fluffig schmecken? Ja, einmal reinbeißen, dann weißt du's. Hey, Epona, sind Wolken lecker? Darf ich auch mal probieren? Ich sollte auch mal eine probieren. Komm, knabber den Boden an. Mann, Ball. Du hast meine Hoffnung und Träume zerstört. Du solltest in den Boden beißen. Ja, Dave ist gesund. Warum wollen alle was, nur nicht die Links? Okay, wenn Oak-Apfel... Patte. Was soll das denn werden? Er will eine Super-Uniform. Das könnte ich ihm sogar gönnen. Und er wäre halt immer noch Kleeblatt. Ja, komm, hier, Akai hat die super Uniform sei dir gegönnt. Ja, super Koch Akai im Einsatz. In weiß. Wir haben den weißen Ranger. Ich könnte Geld machen. Ich habe echte Geldprobleme gerade. Ein Luxusticket für mich und Sunny. Darauf hatte ich eigentlich nicht gehofft. Eine echte Superreise! Auf Stufe 24 passiert nichts. Okay. So. Pate kriegt jetzt erstmal seinen Kittel. Bevor wir irgendwas machen. Ich weiß, blau ist eigentlich die Shining-Farbe, aber Pate ist auch eher so blau. Und jetzt kann ich Geld machen. Ja. Jetzt sind wir liebste Freunde. Ich spiele nicht weiter. Ich will die Tickets für irgendwas Sinnvolles noch verwenden. Ja, wir haben 25 erreicht und dafür einen Erfolg bekommen. Na, Quizmaster. Erraten Sie erst nie. Wer ist Sherpa? Hey, du, da hör mir mal kurz zu. Wir können immer weiterspielen. Niemals der einzigbare Quiz. Sag bloß, du hast mich schon vergessen. Nein, ich habe immer eine schlechte Zeit, wenn du da bist. Hast du denn Lust auf, wer bin ich? Ja. Lass uns gleich anfangen. Bitte, wer ist Sherpa? Wir haben ja nur 20 von ihm. Es gibt drei Fragen. Fangen wir an. Wer ist Turteltyp Romeo? Ich meine, der da war das. Die anderen beiden waren nämlich Frauen. Und der Rex war, glaube ich, irgendein Heini. Wer ist treu oder tot? Der da. Der war auf jeden Fall schon mal ein Sherpa. Das Spiel will es schon herausfordern. Wer ist Königsträger R? Der einzige Tod? Ich habe die alle zu Toads gemacht, die Soldaten. Glückwunsch! Du hast mich glatt geschlagen. 5 MP-Bonbons erhalten. Tschüssi! So, ich muss unten noch lang. Nein, Sunny, bitte, tu's nicht! Ich wusste, dass es schief geht. Ja, brauchst dich nicht wundern. Wenn Sunny mir irgendwas antun kann, dann geht's immer schief. Dafür brauche ich kein Hellseher sein. Bitte nicht. Dave ist schon wieder krank. Wolkenheim bekommt ihr nicht so, oder? Ich bin ein Geschenk gekauft. Für Badde, das wird dir gefallen. Und was hat er ihn gekauft? Ein Federkiel. Oh, damit kann der Professor was anfangen. Er ist so glücklich. Oh, ihr Mixi mag Schwänze und hat's gesehen. Immer nur Pötte, das ist nicht fair. Mixi ist eifersüchtig. So. Ja, Yannick will was. Er will ein Bizepsschwert. Screenshot direkt gemacht und das geht gleich an Yannick. Bizepsschwert wurde gekauft. Tada, jetzt kann er ihn richtig auf die Mütze geben.
Obwohl ich das Edge-Schwert viel cooler fand. So, natürlich immer in die Spiele gucken. Ich warte nur auf den Moment, wo einer aus meiner Hauptparty krank wird. So, holen wir uns jetzt erstmal die Kiste. Oh, was sind das denn für welche? Exo! Richtig cool. Ihr dürft leben. Mega Feuer auf Max Skelett. Aua! Euer Angriff ist mega cool, aber er tut auch mega weh. Sunny ist abgelenkt. Yannick warnt ihn. Und Sunny ist Sunny. So, dann habe ich wenigstens eine Berechtigung, meine HP-Bananen zu futtern. Nein, du hast einen MP-Sauger. Du brauchst das nicht. Und der freche Piekser auf den Max-Skelett. Ham! Er sammelt MP. Nein, nicht diese Technik. Der arme Sunny. Oh, Sherpa kann Explosion. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Keine Technik HP, Banane. Aua. Sunny, Vorsicht! Sunny ist mal wieder Sunny. Er piekst Yannick. Und er haut zu, ja. Er hat Yannick dran und haut nochmal zu. Hat das nicht ungefähr gleich viel Schaden gemacht? Ich glaube, der Piekser macht auch, dass man ein bisschen mehr Schaden raushaut. Krossschwänzer war das gerade. Oder habe ich mich verlesen? Oha! Ich habe eine mysteriöse Flasche gefunden. Die trinken natürlich. Wie geht's? Okay, das war ein scheußliches Getränk. Da war bestimmt Zimt drin. Ich hasse Zimt. Sunny wurde verletzt. Oh, das Mech-Skelett kann die Massen schneiden. Und keiner ist davon beeindruckt. Wir stehen nicht auf Grimassen. So, Yannick, hau raus! Doppelhieb! Das war nice. Sunny soll mal endlich seinen MP-Sauger nutzen. Den haben wir noch nie gesehen. Oh, ein Brief von Sherpa. 3 Ausflugstickets! Ich kann schon wieder Freundschaften boosten. Und Dave fühlt sich besser! Machen wir 2 Ebenen, dann ist er wieder krank. So, die beiden haben jetzt auch den Zangenangriff. Und wir sind jetzt echte Freunde. Warte mal, echte Freunde stehen über besten Freunden? Kann mir einer diese Logik erklären? Natürlich will nur Sven was. Ja, hier kommt Kleeblatt. Du willst ja schon das Kostüm, also musst du auch die Waffe vorher tragen. Ja, sogar ein vielblättriges. So, ich überlege gerade Ausflugstickets. Nur Jan, Pall und ich brauchen das, um auf 22 zu kommen. Danach jage ich die einfach mir und Sunny rein. Ich habe den Falschen zu mir runtergeholt. Ich bestell den Laden leer. Wir haben Warnen 2 gelernt. Lass einen Freund noch wahrscheinlicher nach einer Warnung ausweichen. Das hat Sunny auch dringend nötig. Dieses Bild müsst ihr euch in den Kopf rufen. Er schaut euch tief in die Seele und mir auch. Und es macht mir Angst. Ist das halt jetzt erst aufgefallen. Aber schön, dass auf so hohen Stufen halt auch noch was kommt, ne? So, dann gönnen wir uns jetzt endlich mal eine Kiste. Wir brauchen Ausrüstung. Ich frag mich, was Sherpa wohl so merkt. Yannick, du kennst ihn seit Jahren und besser als ich. Du wirst es nicht wissen. Oh, da war 5000 Gold drin. Eine Rüstung. Toll. Ich hätte die Rüstung eher gebrauchen können. Und nochmal 2200 Gold. Die Ebene hat sich ja gar nicht gelohnt. Ein Buntvogelkostüm? Für wen ist das denn?
Wer von denen könnte ein Vogel sein wollen? Sunny eventuell. Kostüm. Kostüm ist, meine ich, der kleine Teufel. So, wir gehen jetzt oben lang. Ich nehme erst den rechten Weg und dann den Weg zur Kiste. Ich will die Kiste versuchen, ein bisschen aufzuschieben. Eventuell können wir ja noch eine Rüstung kaufen. Verband ist erschöpft und kommt kaum von beiden. Ist in Pfütze gestolpert und Yannick geht einfach weiter. Verband ist wütend auf Yannick. Wie kannst du das auch einfach ignorieren, dass er in eine Pfütze fällt? Das ist mein Job. Ja, das Buntvogelkostüm war für Sunny. Was ich gerade eben im Roulette gesehen habe. Brauchst du es dir denn auch? Ja, Sunny ist jetzt ein Vogel. Ein roter Buntvogel. Oh, unser Chefkoch will eine Flammenuniform und er will einen Mystik-Talar haben, der Exo. Der sieht auch nice aus. Was ist hier? Ein Lumpenkostüm, nein. Letzte Nacht saß ein Insekt auf deiner Backe. Es starrte dir genau zwischen den Augen. Doch, ich habe es mir echt lange angesehen. Ich habe dieses Vieh nicht aus den Augen gelassen. Nächstes Mal solltest du ein Foto machen. Oh, guck mal, Kai nimmt es richtig positiv aus, dass ein Insekt zwischen seinen Augen die ganze Zeit gesessen hat. Das war sogar mal was Neues. Ja, komm, der Chefkoch kriegt seine Flammenuniform. So, Chefkoch Akaya in Flammenuniform. So, den oberen Weg schalte ich natürlich schon mal frei. Aber ich hole mir kurz, bevor ich bei diesen Ausrufezeichen bin, die Kiste. Wer bleibt für Sunny, aber keine Technik. In den Wolken wird echt jeder krank. Nein! Warum? Warum ist Sunny krank? Dave muss wieder vorübergehend ins Team kommen. Ich nehme mal den McStream mit. Eventuell zeigt er ja eine seiner neuen Techniken, die er nicht gezeigt hat bisher. Und nochmal ein paar Abzweigungen. Ich nehme eh alle. Oh, danke, Sherpa. Danke, dass ich ein Goldstück bin. Wir helfen alle McStream. Oh, wir machen einen Ohrwurm für die Gegner. Und die tanzen aus Arobe da. Erster Beistand, Zangangriff 2. Oh, der zweite Zangangriff. Auch von mir. Das hat gut Schaden gemacht. Bleibt für Yannick. Und wieder sich 1000 Kobold schenken. Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Tolle Hintergrundmusik, die liebe ich. Der hat irgendeine Fähigkeit gelernt. Ich habe nicht gesehen, was. Ich habe nur irgendwas mit Hitze gelesen. Oh, ich kann nicht mehr. Ich freue mich schon aufs Bett im Gasthaus. Wo wir schon davon sprechen. Ist dir aufgefallen, wie bequem die Betten der Gasthäuser hier sind? Ah, da hast du recht. Das liegt daran, dass die Matratzen mit Wolken gefüllt sind. Was? Echt? Jetzt kann ich erst recht nicht mehr abwarten, ins Bett zu hüpfen. Schnell suchen wir das nächste Gasthaus. In so einem Bett würde ich auch gerne liegen. Und gleichzeitig würde ich es nicht, weil Wolken ja eigentlich nur aus Wasserdampf bestehen und das wäre doch ultra nass im Bett. 1400 Leute gerettet! HP3 macht 460, MP 200! Ich will sehen, dass die Bananen besser werden. Dann kämpfe ich auch endlich wieder. Mit 60 Mann sind es halt einfach zu wenig. So. Yannick will eine neue Rüstung, eine Stahlrüstung. Weißt du, nach dem coolen Bizepshammer kommt sowas. Aber nice Rüstung, Yannick. Kriegst du in Rot. So, McStream wird jetzt ausgetauscht, weil der war Müll in der Gruppe. Los, Akaya! Muss sie eh nochmal lang. Ich hoffe, Sunny ist gleich gesund. Ich brauche ihn, mein Boss. Sonst mache ich gleich einmal einfach eine Ebene so. HP-Banane.
Und nicht ein Gegner. Ja, er ist gesund. Nach einer Ebene. Gut so. Und ich habe noch eine Freundschaft mit dem Pferd bekommen. Unschätzbare Freunde. Ich hoffe, das bleibt nicht nur bei dem Schwärzer-Chemie. 1950 ist nix. Jede Rüstung kostet mittlerweile 5000. Das sind wirklich halt nix. Ich kann viel mehr damit anfangen, wenn ihr mir die Rüstung direkt gibt. So, David, ein Deutsch der Nacht. Er sei dir gegönnt. Dann kannst du jemanden in der Nacht erdeutschen. Ein sehr cooler Deutsch. Oh, hier geht's weiter. Es gibt noch ein paar Ebenen. Los, Janik, reite voraus. Ich kann nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so viele Monster begegnen würden. Ha, du bist voll aus Zucker. Du solltest ja mir ein Beispiel nehmen. Von mir haben die Monster vorhin alle Monster Reis ausgenommen. Du hast ja auch seit 3 Tagen nicht geduscht. Tani, du weißt, wie die Dusche funktioniert. Ich hab's den letzten noch beigebracht. Oh. Oh yeah. Ihr singt wunderschön. Sag mal. Warum wollen nie die Guten das haben? Hier, super Kluft. Bis keine Eiscreme mehr. Ich sage, mittlerweile hat jeder 5000er Zeug. Grüner Ranger. So, Zeit. Für den Kampf. Oder Krampf, je nachdem. Los geht's. Oh, ein UFO. Ein cooler Gegner. Ist das Leone? Das Leonel-UFO. Ein richtig cooler Gegner. So, hier buffe ich meine Party. Nämlich dich buffe ich und dich buffe ich. Damit ihr mich bloß nicht als Geschoss missbraucht. So, und jetzt werden meine Mega-Explosion, damit die Robots weg sind. Der klaut die Abheben an! Janik verliert die Kontrolle, macht einen Zangenangriff mit allen Leuten, um Gottes Willen. Wieso lebt das Ding noch? Alle helfen, Paul. Alter, das Ding ist gleich doch schon tot. Ich futter ihn ab, eben an, das Ding stirbt eh. Und jetzt werden Sunny die AP-Bananen geklaut. Hoffentlich kriege ich die wieder. Alter, bei den Schaden, den die raushauen, brauche ich nicht helfen. Tut mir leid. Leute, ist auch. Wegen die habe ich AP-Bananen verloren. Er bleibt für mich. Ich kriege die nicht mal wieder. Aber ich kriege dafür einen Gummi-Alien. Gemein. Lange nicht gesehen, Leone. Warst du schockiert, als ich sah, dass du zu einem Monster geworden bist? Übrigens, Leone, diese Person hier wollte dich irgendwas fragen. Du hast die Quest von Sherpa abgeschlossen. Ja? Ein dunklerer Fisch? Hm. Was Dunkles habe ich in der Tat gesehen. Da ist so ein komischer Schatten durch die Luft geschwebt. Vielleicht war ja das ja dieser dunkle Fürst, den du suchst. Hast du gesehen, wo er hingeflogen ist? Hm. Jetzt fällt mir ein, dass ich noch was gesehen habe. Da war ein riesiger Turm im Himmel. Der Schatten, der erreichte den Turm und verschwand. Der Turm ist da hinten. Wo denn? Donnerwetter! Wie kommt man den übersehen? Hier hat sich der dunkle
Hier hält sich der dunklere Fürst Kai auf. Es hat sehr geholfen. Danke sehr. Okay, ich kann mich dahin fliegen lassen, aber ich will noch die restlichen Himmelsinseln hier erkunden. Du hast bestimmt ein Foto davon gemacht, wie das Ding die Bananen klaut. Richtig geiles Bild, danke. Er ist jetzt wieder krank. Ich sag nichts dazu. Ich hüte meinen kranken Kumpel. Okay, er hat ein Geschenk für ihn gekauft. Was hat er ihm gekauft? Oh, Akai hat ein Bild von ihm geschenkt. Das ist toll. Pade freut sich, aber nicht besonders. Oh, ihr Dave mag Pade und hat's gesehen. Ich will mal sehen, dass das Beep auslöst. Schön, dass du was geschenkt haben, bitte. Exo. Ein Kleeblatt-Uniform, die war 5500 wert. Ja komm, ich baller die restlichen Tickets jetzt hier raus. Erstens kriegt Sven sein Kleeblatt. Jetzt hat er es erstens als Waffe und zweitens auch als Rüstung. Und ich habe es extra in grün gelassen, weil das besser passt. Natürlich verkaufe ich die restlichen beiden. Dann kann ich mir wenigstens Rüstungen wieder gönnen. Dann habe ich 11.000. So, dann brauche ich mir auch keine Sorgen mehr, um den Shop zu machen hier. So, Gold ausgeben. Du kriegst jetzt deinen Mystikatalar. Hast du dir verdient. Wunderschön. Ich weiß gar nicht, in welcher Farbe. Ich gebe den in Blau, weil der so himmelartig aussieht. Das sieht richtig cool aus. So. Das Gummi-Alien erhöht die MP. Ja, damit. Ich liebe Aliens. Es hätte keinen Sinn für mich, jetzt einfach da eben kurz nach links gehen zu dem Pferd. Ich glaube, da kommt eh nichts mehr. Allerhöchstens vielleicht Hotte Hü 2. Ah, ich kann nicht mal nach rechts. Okay. Dann Drache. Let's go. Auf zum Himmelsturm. Ich will da nicht rein. Ich sehe das Tor schon. Das ist also der Himmelsturm. Der dunklere Fürst Kai sollte da drin sein. Nur ein Problem. Ich sehe vier Löcher. Das heißt, ich muss vier Leute retten. Vier Öffnungen, das kann doch nur eins bedeuten. Wir müssen wieder Juwelen sammeln. Hilft hier alles nichts. Also dann Ärmel hochkrempeln und los geht's. Hört euch ein bisschen im Wald gereist um. Ich muss nochmal vier Nebenquests machen. Hey, dieses Nebenquest-Gefühl macht irgendwie das ganze Spiel kaputt. Ich werde euch noch zuteilen. Okay. Hier ist Palma wieder. Oh, Wärmer. Und Pall als Katze. Okay, ich habe aber ehrlich gesagt keinen Bock mehr heute noch irgendeine Nebenquest zu machen. Ich mache das so. Ich mache jetzt hier für heute Schluss. Ich hoffe, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte. Wir machen hier einfach beim nächsten Mal weiter. Ich gucke jetzt noch nach, an wen ich die Twitch-Zuschauer weiterleite. Aber YouTube verabschiede ich hier schon mal. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Abo und ein Like natürlich nicht vergessen. Und einen schönen Tag noch.